Fragen kommen ja häufig. Was machst du gerade? Was arbeitest du? Was studierst du? Was für einen Abschluss hast du? Das ist ja, sind ja eine der ersten Fragen, die man fragt mit, was sind deine Hobbys? Und wenn ich dann halt erzähle, dass ich gerade erst meinen Realschulabschluss nachgeholt habe oder beziehungsweise ihn gerade nachhole, dann merken ja sofort alle, oh, 22, macht jetzt erst Realschulabschluss. Was hast du vorher gemacht? Hast du überhaupt was gemacht? Hast du gearbeitet? Und ich bin dann auch ungern derjenige, der sagt, ja, ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Nein, ich sage dann schon auch, ich habe eine Zeit lang gar nichts gemacht. Und ja, für viele bricht das dann halt ab. Aber wenn dann welche dabei sind, die dann auch fragen, so, wie kommt denn das alles so? Und wenn ich dann auch erzähle, wirklich, jetzt bin ich auf einer Schule, die mich individuell fördert, die mir zuhört. Ich mache es alles freiwillig, ich mache es ohne Zwang. Dann kommt von den meisten Leuten in meinem Alter auch wirklich so, ja, das stimmt, da hast du recht. So, also die können das auch schon mitempfinden. Die sehen das alle eigentlich genauso. Und wenn das eigentlich fast alle genauso sehen, wie kann das sein, dass das nicht normal ist? Immer, immer, wenn ich war Kind, ich möchte immer Ärztin werden. Ich habe sehr Interesse in Biologie. Ich denke, ich kann mein alles Leben nur studieren Biologie, weil ich mag die Natur, die in die Körper, es gibt viele verschiedene Functions that your cells do, die Nervous System, die Muscular System, die Brain System. Und Allah hat gemacht so viel System in your body, that man kann nicht weisen. Und wie das funktioniert in your brain, es gibt viele, viele Portions, die Bones, die Cerebellum, die Cellulae und was noch. Ja, es gibt so viel Portion. Und ja, ich musste alles studieren und lernen. Ich habe mich vor einem halben bis dreiviertel Jahr auf die Stelle für dieses Jahr beworben, als Lokführer bei der Bahn. Genau. Ich wurde abgelehnt. Dann habe ich mich jetzt beworben auf die Stelle für nächstes Jahr zur Ausbildung. Und ich muss jetzt von der Agentur für Arbeit, muss ich ein Jahr machen, damit ich ja keine Lücke im Lebenslauf habe. Ansonsten denkt mein Arbeitgeber ja, da ist eine Lücke. Das ist nicht gut, der ist anscheinend faul oder sonst was. Und das finde ich einfach schade, dass die Arbeitgeber nur darauf achten. Also das ist mir auch persönlich wichtig, dass man da auch mal ein bisschen lockerer wird, dass man sagt, okay, komm, du hast die Motivation, du möchtest wirklich Lokführer werden, dann nehmen wir dich. Und nicht nach, okay, du hast die perfekten Noten, du siehst schön aus. Du hast einen perfekten Lebenslauf, dich nehmen wir. Du hast jetzt nicht die perfekten Noten. Du bist jetzt nicht der Hübscheste auf der Welt. Hast nicht den perfekten Lebenslauf, dich nehmen wir definitiv nicht. Also in 5 Jahren, also 3 Jahre dann Ausbildung fertig. Haben noch einen anderen Plan, lange Geschichte. Ich will nicht nur sagen, ich will jetzt sagen, so jetzt, okay, sage ich jetzt so, ich will nicht nur Mitarbeiter sein, weil das mir nicht gefällt. Ich will noch mehr werden. Ich will einen Chef. Ich will ein eigenes Betrieb haben. Ich will zum Beispiel Restaurant offen nach dem Ausbildung Koch, wenn ich fertig bin, dann will ich zum Beispiel ein Restaurant offen. Ja, also es wird nicht so bleiben, alles nur Mitarbeiter, sonst noch mehr werden. Ich würde gerne Kinderkrankenpfleger sein und das ist die erste Weg oder erst mein Weg. Das würde ich gerne machen. Ich würde gerne oder ich mag immer eine Familie, kleine Familie habe, ein Kleinhaus und so. Aber die wichtige Punkt ist die Ausbildung. Diese dritte Klasse, unsere Eltern brauchen. Wenn die Eltern nach Deutschland kommen und möchten nicht Ausbildung machen, dann sie können nur in dritte Klasse gehen und Deutsch lernen. Aber für uns, dann brauchen wir unser Weg. Unser Weg beginnt von die normale Klasse, nicht dritte Klasse. Also 2 Jahre dritte Klasse, 2 Jahre vielleicht Schulabschluss, 2 Jahre Mittelschulabschluss. Und 3 Jahre vielleicht Ausbildung, das dauert sehr.
Ich möchte arbeiten, nicht nur lernen und arbeiten, lernen und arbeiten. Ich möchte arbeiten. Dann kann ich mit die Kontakt, dann kann ich viele Worte lernen. Und dann, wenn ich in die Schule gehe, meine Lehrerin hat gesagt, du musst 4 Jahre nur Sprechen lernen. Das ist nicht gut. Das ist so lange Zeit. Mein alles konzentriert, mein alles Fokus auf die Biologie oder Medizin geht weg. So ich möchte, wir brauchen eine Möglichkeit, dass viele Schüler in die Schule da haben studiert in Englisch, kann auch in die Schule ein eigenes Unterricht haben in Biologie, Chemie und Physik, im Englisch und als Zeit, gleichzeitig wir auch Deutsch lernen im anderen Unterricht. So dann wir beiden lernen in gleichzeitig. Wir hatten immer unterschiedliche Unterrichtszeiten, wo die Deutschen Unterricht haben. Wir machen die Pause, also wo die in der Klasse sind, wir machen die Pause. Und wo die in der Pause sind, wir sind in die Klasse. Deswegen, das finde ich sehr schlecht, haben die Grenze zwischen uns gemacht, dass wir nicht weiter mit den Deutschen sprechen können oder so einen Kontakt bauen oder freundschaftlich oder so. Und das hat mich sehr verletzt, weil ich habe gesehen, dass ich ein anderes Mensch bin. Die haben Unterschiede zwischen mich und zwischen meiner, so sage ich jetzt, die Schülerin von meiner Schule und Schülerin, haben die Unterschiede gemacht und das ist, finde ich, nicht schön. Ja, ich würde halt wirklich sagen, guckt euch das mal intensiv richtig an, was überhaupt alles falsch läuft und versucht da auch mal wirklich dran zu arbeiten. Leere Worte bringen nichts. Also man muss uns mehr Aufmerksamkeit schenken und auch wirklich auf jeden Einzelnen eingehen und, wie gesagt, Vielfalt fördern. Zeigen, was es alles gibt und nicht nur das, was von den Leuten als, ist eigentlich schon traurig, dass man es als normal bezeichnen muss, aber was als normal angesehen wird in der Schule, wo man gebildet wird, was Einfluss auf uns hat. So war es wirklich. Also, und dass halt wirklich auch Leute, die Probleme haben, auch nicht im Stich gelassen werden dürfen. Die dürfen das nicht mit sich alleine austragen. Die müssen Unterstützung aktiv bekommen. Ja, also ich war auf sehr vielen Schulen. Ich war erst halt auch auf einem Gymnasium. Dann irgendwann ging es für mich selber nicht mehr. Also ich habe mich unglücklich gefühlt. Ich habe mich ausgeschlossen gefühlt und nie zugehörig gefühlt, mich mit mir selber unwohl gefühlt. Und ich habe mehrere Schulen versucht, auch Therapie versucht. Das war für mich alles irgendwie nicht die Lösung. Dann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich durch. Ich habe meine Schulpflicht erfüllt. Also da habe ich mich extra schlau gemacht, wie viele Jahre muss ich tatsächlich zur Schule gehen und nicht, was für einen Abschluss brauche ich. Und ich brauchte tatsächlich gar keinen Abschluss, um nachher abzugehen. Und dann hatte ich erstmal eine lange Zeit keinen Abschluss. In dieser Zeit einfach, wo ich für mich alleine war, wo ich die Zeit dazu hatte, habe ich halt auch so langsam gelernt, mich selber zu erkennen, mich selber zu finden und mich selber auch zu akzeptieren. Auch wenn ich das jetzt immer noch nicht ganz tue, bin ich dem Schritt weiter wirklich gekommen. Es gibt auch Dinge, da muss auch unsere Schule einfach mal so drüber reden. Zum Beispiel, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt. Dass man auch was haben wir sonst noch so, lesbisch, man kann schwul sein, man kann sonst was sein. Also da muss die Schule auch mal sagen, hey, es gibt mehr als nur das eine. Und mir ist es selber aufgefallen, dass unsere Schule einfach gar nicht drüber geredet hat. Also da würde ich tatsächlich sagen, da muss echt mal wirklich offen drüber geredet werden. Das ist mir persönlich, ist es mir wirklich echt wichtig. Ich kann nie sagen, ob es im Endeffekt den Unterschied gemacht hätte, aber so rückblickend weiß ich halt auf jeden Fall, dass auch Vorbilder zum Beispiel mir geholfen hätten. Hätte ich selber mich schon eher gesehen. Und das ist halt auch wirklich was mich jetzt so beschäftigt, wo ich so denke, jetzt bin ich zwar fast durch mit allem und das wird für mich auch nicht mehr viel den Unterschied machen, aber vielleicht für meine Generation danach wirklich. Und das ist etwas, wofür ich mich jetzt auch zukünftig eigentlich auch gern einsetzen würde halt eben. Also wenn man halt in die queere Szene zum Beispiel reingehört, wie das bei mir der Fall ist und dann halt nie zum Beispiel jemanden sieht, also nie homosexuelle Charaktere sieht, nie allgemein jetzt oder auch zum Beispiel Leute mit einer Behinderung oder sowas. Also wenn man einfach nie dieses ganze Spektrum sieht, diese Vielfalt, sondern immer nur zum Beispiel Mann, Frau gehen in Urlaub mit 2 Kindern. Und das sind so Kleinigkeiten, aber zum Beispiel in Englisch ist eine Geschichte und sie verläuft immer mit denselben Charakteren. Es werden Bücher gelesen, immer mit denselben Charakteren.
in der Geschichte, im Geschichtsunterricht werden Sachen höchstens angeschnitten, aber über sozusagen meine Geschichte sozusagen, wie wäre ich damals behandelt worden, darüber lernt man dann nachher wenig und man selber traut sich dann auch einfach nicht, selbst wenn man es über sich weiß, halt bestimmte Themen anzusprechen, weil man in dem Moment hofft, hoffentlich wird es angesprochen, aber es dann selber von sich aus zu sagen, ist einfach zu schwierig. Also mittlerweile würde es schon fast eher gehen, aber ich bin 22, was sollen Leute sagen, die viel jünger sind und die sich jetzt nicht mehr sicher sind, so wie ich damals, was ist überhaupt mit mir los, wie bin ich überhaupt, wer bin ich überhaupt? Und wenn man einfach nie irgendwie in die Richtung etwas aufgezeigt bekommt, das ist normal, das ist selbstverständlich und das muss nicht einfach nur erwähnt werden im Biologieunterricht, sondern einfach auch wirklich als normale Themen eingebracht werden, sodass alle Schüler in der Klasse das Gefühl haben, dass das halt wirklich mittlerweile Normalität ist. Das, denke ich, hätte schon einen Unterschied gemacht. Ich habe am Anfang sehr Schwierigkeiten bekommen, bei Ausbildung Platz zu finden. Ich habe mich oft beworben und würde ich nicht angenommen wegen Sprache, ja, Kenntnisse, sage ich jetzt so, B1-Niveau, haben immer gefragt, ob ich das habe oder nicht. Habe immer gesagt nein, danach habe ich geschafft. Ich bin hingegangen mit einem B1-Zeugnisniveau, haben die trotzdem nein gesagt, weil ich aus dem Irak komme, weil ich hier nicht geboren bin. Die dachten immer, dass ich das nicht schaffe, aber das stimmt nicht. Ich vertraue mich selber, ich kann das schaffen, aber ich habe nicht die Chance bekommen. Ich würde gerne Kopftuch tragen, weil das ist meine Religion. Meine Religion ist Muslime. Und möchte ich meine Traumausbildung machen. Wenn wir eine Ausbildung suchen und steht manchmal, oder Arbeit, steht männlich, weiblich, divers. Er ist ein Mensch, divers. Aber es gibt auch ein bisschen Unterschied. Aber wenn ich auch ein Kopftuch trage, ich bin ein Mensch, aber es gibt einen Unterschied. Aber wenn ich mit der Chef spreche und er hat mir gesagt, darfst du nicht, wenn du Kopftuch tragen, dann mein Ziel ist kaputt. Ich habe noch Kopftuch nicht getragen, aber ich habe sehr Angst, wenn ich trage. Also meine Mutter hat Schwierigkeiten jetzt, sie macht auch Ausbildung, alles Erzieher. Sie ist gelernte Lehrer, hat sie studiert, Master Biologie und Chemie in Heimat und Mathe. Sie war Lehrerin in Uni, also hat sie in Universität gearbeitet. Und nachdem sie nach Deutschland gekommen ist, wird das nicht angenommen. Dann muss sie alles wiederholen und sie macht jetzt eine Ausbildung, wie ich gesagt, alles Erziehern. Sie wollte im Kindergarten arbeiten, haben die ihr nicht erlaubt wegen der Kopftuch. Und wenn wir in der Corona-Zeit, wir haben Online-Unterricht und kann man nicht so gut verstehen. Die deutsche Sprache müssen wir an den Mund gucken und gut hören. Nicht wegen Internet kann man nicht so gut hören und nicht sehen. Corona, das macht sehr, sehr, sehr Stress. Unsere Schule hat wohl irgendwie nicht das beste Internet, habe ich herausgefunden. Einmal haben wir es versucht mit meiner Deutschlehrerin. Da ist die Internetverbindung dann abgestürzt. Da soll ich nämlich während des Unterrichts zugeschaltet werden. Und dann ist das Internet einfach weg gewesen. Und es hat alles total rumgebackt. Und auch wenn man mal nachgefragt hat nach Aufgaben, zum Beispiel, ich habe am Dienstag eine Aufgabe fertig gemacht, habe sie rübergesendet, habe gefragt, kriege ich denn irgendwie nochmal Aufgaben? Es kamen 4 Tage lang keine Antworten. Teilweise waren es auch 2 Wochen. Also das muss man mehr organisieren. Aber dann würde es auch tatsächlich funktionieren. Also wenn es einmal wirklich organisiert ist, wenn vielleicht Lehrer geschult werden oder man vielleicht ein bisschen mehr in die digitale Technik, ein bisschen mehr Geld dafür ausgibt, das Internet da ausbaut, dann könnte ich tatsächlich sagen, dann wäre es perfekt, wenn man auch mal so Wechselunterricht macht. Okay, aber dann, ich war nur in Schule 1 Monat, ich war gehen, aber dann Corona haben. Corona geht's. Alles Schule geschlossen, alles Ort geschlossen. Ich war zu Hause geblieben. Ich habe keine Idee, wie kann ich machen, mein Deutsch besser. So, dann meine Lehrerin hat gesagt, du musst Online-Unterricht haben. Das ist gut, aber everything has positive and negative side, I think.
Und ja, das auch. Online-Unterricht früher ist gut, wir haben Spaß. Aber dann ein bisschen, wenn es gibt lange Zeit, das war so schwierig. Wir können nicht gute hören und wir können nicht zu Hause nur in zu Hause bleiben und Deutsch lernen. Das hat so mich aggressiv und Stress habe ich dann. Ne? Also die Geschichte ist so, war für mich sehr schlimm, ganz ehrlich, sage ich jetzt so. Ich bin immer mit einer Bewerbung hingegangen persönlich und wollte ich meine Bewerbung abgeben. Entweder war der, waren das so, das Betrieb ist geschlossen oder die sind geöffnet, aber die nehmen keine, sage ich jetzt so, Auszubildende oder Praktikanten, nehmen die nicht wegen Corona-Situation. Und immer zurück und zurück und zurück und hatte das Lust fast verloren, dass ich vielleicht keinen Beruf mehr finde, dass ich nichts mehr machen kann, vielleicht in das Leben außer zu Hause sitzen. Aber danach habe ich mich beworben bei der Jungshilfevorbereitung und die haben mich weiter gestutzt und haben die für mich den richtigen Weg gezeigt. Ich musste aufpassen, die Leute, wenn zum Beispiel im Krankenhaus Patienten, ich musste helfen. Und dann, ich glaube, nach dem 2 oder 4 Jahren, ich gehe in Universität, zum Beispiel vielleicht in Kiel, so weiter meine Medizin studieren. Und ja, und dann Ärztin werden und in Husum im Krankenhaus arbeiten als eine Ärztin und aufpassen die Leute und helfen dann. In Syrien, ich habe viele Sachen mein Hinter gelassen und laufen. Ich habe jetzt nur meine Religion und mein Name, mein Körper. Ich möchte nicht nur meine Rechte, um ich ein Kopftuch tragen ohne Angst. Ja, der Niklas mit 20, ja. Ich wünsche mir tatsächlich, dass ich angenommen werde bei der Bahn. Genau, dass ich die Ausbildung da machen kann. Das Problem ist, teilweise sind viele Unternehmen darauf beschäftigt. Du musst einen guten Lebenslauf haben, du musst perfekte Noten haben. Und ich wünsche mir, dass ich auch mit nicht den besten Noten wirklich eine gute Ausbildung machen kann. Macht keine Unterschiede oder Grenze zwischen uns. Wir leben alle in einem Land. Deutschland ist fast für mich wie meine Heimat geworden. In Bayern ist vielleicht meine zweite Heimat, sage ich es so. Sie hat mich im Schutz genommen, hat mir Essen gegeben, hat auf mich aufgepasst. Ich bin versichert, meine Familie ist hier, ich lebe in Freiheit. Das ist das Wichtigste für mich. Guck auf uns, keine Grenze machen. Die Deutschen sollen auch keine Angst haben, mit uns zu reden. Einfach ansprechen. Hilfe ist immer nett. Und einen Menschen glücklich zu machen, ist auch nicht schwer. Ja. Gerade bin ich halt wirklich motiviert, auch weiterzumachen. Ich mache jetzt meine Abendschule und möchte das vor allen Dingen als Priorität ansehen. Aber ich lerne auch gerade wirklich neu, mich zu entdecken und auch wirklich so mein neues Leben zu erkunden mit der Motivation. Also vor einer gewissen Zeit, wo ich auch neue Motivation gefunden habe, das weiß ich noch, da saß ich zum Beispiel im Auto und habe so die Sonne beobachtet und habe mich in dem Moment gefragt, so, ja, eigentlich, ich bin glücklich, wirklich. Ich hab Hoffnung, ich habe Aussichten für die Zukunft, ich habe auf einmal so viele Ideen, was ich machen möchte. Das ist was auf einmal dann so kommt und dann hat man auch Tränen in den Augen, wenn man dieses Gefühl einfach nicht kennt, dass man wirklich eine Möglichkeit sieht, einen Weg, also wie das Licht am Ende des Tunnels. So war das wirklich, also vom Gefühl her. Und jetzt gerade möchte ich mich halt wirklich ausprobieren. Ich möchte wirklich gucken, was kann ich alles machen, was kann ich alles entdecken und nebenbei mein Abi machen. Und dann möchte ich auch eigentlich gern studieren und was genau, wie gesagt, vielleicht Lehramt, aber vielleicht auch was ganz anderes, das muss ich für mich selber noch finden, weil ich jetzt gerade das nachhole, so ein bisschen, was ich über viele Jahre lang nicht gemacht habe. Also, ja.